Gut, hallo, guten Tag. Herzlich willkommen zur Einführungsveranstaltung in den zweiten Teil von Modul C, Einführung in empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Sie hatten den ersten Teil dieses Moduls letztes Wintersemester bei Belinda Fleischmann und haben dort eine Einführung in die datenanalytische Programmierung mit R bekommen und haben gelernt, mit R Deskriptivstatistiken auszuwerten und so ein bisschen einen Einblick bekommen in das Datenauswerten mit Hilfe eines Computers und insbesondere mit Hilfe der datenanalytischen Programmierung. Und die Idee der Einführung in das empirische wissenschaftliche Arbeiten wollen wir dann in diesem zweiten Teil des Moduls weiterführen. Die gesamte Einführung in das empirische wissenschaftliche Arbeiten hat, wie Sie auch schon gemerkt haben, in gewisser Weise einen datenanalytischen und dokumentatorischen Fokus. Man kann natürlich fragen, was ist denn mit Datenaufnahme? Das muss man ja auch tun und das stimmt auch in bestimmten Settings. Man kann natürlich auch Daten analysieren, die schon vorliegen, aber in bestimmten Settings werden natürlich auch Daten erhoben. Das Problem damit ist, dass man das halt so ein bisschen weniger allgemeingültig erläutern kann, weil es natürlich sehr davon abhängig ist, was für Daten Sie erheben. Also wenn Sie meinetwegen Psychotherapieforschung machen und dabei die Symptome der Patientinnen oder Klientinnen quantifizieren, dann machen Sie das vielleicht mit Fragebögen, meinetwegen auf Papier oder digital. Wenn Sie wissen wollen, was so im Gehirn vor sich geht, dann machen Sie das vielleicht mit einem FMRT-Scanner oder mit einem EEG-Gerät. Und wenn Sie wissen wollen, was Leute in sozialen Netzwerken machen, dann laden Sie sich Twitter-Daten oder ähnliches runter. Also da ist es nicht ganz so einfach, da irgendwie sowas mitzugeben, was immer hilft. Nichtsdestotrotz werden Sie gerade den datenaufnahmetechnischen Teil, wir haben ja auch über Datenaufnahme gesprochen im Wintersemester in Forschungsmethoden, Sie werden den psychologischen Grundlagenforschungs-, allgemeinpsychologischen, vielleicht Kognitionspsychologie, gerade noch Bereich der Datenaufnahme im Experimentalpraktikum sehen. Also da werden Sie ja so kognitionspsychologische, grundlagenorientierte Experimente durchführen und da werden Sie dann noch selbst ein Experiment programmieren. Das ist aber bei weitem nicht alles. Das machen halt die Leute, die an der Uni sind und sich und da irgendwie eine Doktorarbeit machen. Die programmieren dann ihr Experiment, aber ansonsten, er programmiert sonst Experimente. Aber auch dafür braucht man natürlich so gewisse Grundlagen der Programmierung, die wir hier auch vermittelt haben. Genau, deshalb so ein bisschen bei der Einführung ins empirische wissenschaftliche Arbeiten der Fokus auf Datenanalyse und Dokumentation. Und Datenanalyse und Dokumentation geht immer Hand in Hand. Sie haben ja letztes Semester gelernt, wie Sie in R Daten analysieren, aber gleichzeitig haben Sie auch gesehen, dass Sie Ihre Analysen auch speichern können. Sie können das natürlich auch alles im Command-Line-Modus machen, aber dann ist es weg, wobei es auch nicht ganz weg ist, weil es immer noch im Working Memory, zumindest in Ihrer R-Session ist, und auch das könnten Sie speichern. Aber sinnvollerweise dokumentiert man ja Datenanalysen, indem man die Skripte als Textdateien speichert und dann anderen Menschen zur Verfügung stellen kann. Und das ist dann letztlich die klarste Dokumentation dessen, was Sie zur Auswertung Ihrer Forschung gemacht haben. Und das ist halt empirisch-wissenschaftliches Arbeiten im 21. Jahrhundert. Wie ich eben schon kurz gesagt habe, es gibt in diesem Teil
Einerseits natürlich Anknüpfungspunkte hinsichtlich des Kurses oder ja, dieses Teilmoduls A2, Forschungsmethoden in der Psychologie, vor allem der Teil, naja, Messtheorie auch zum Teil, aber vor allem der Teil, der noch vor der Messtheorie, also die ersten 4 Wochen da waren, da kann man oder da knüpfen wir zum Teil an die Begrifflichkeiten an. Gerade was Studiendesign angeht. Und dann gibt es auch starke Verschränkungen zu den beiden Statistikkursen, also B1 und B2, und insbesondere dann natürlich in diesem Semester zu dem Kurs Allgemeines Lineares Modell. Dafür war ja das Wintersemester sozusagen die Vorarbeit. Und jetzt haben wir ja gestern gesehen, dass wir dann, sobald wir Wissen oder das allgemeine lineare Modell formuliert haben, dass wir dann eine Reihe von datenanalytischen Methoden abarbeiten können. Und genau diese datenanalytischen Methoden, die werden wir im Bereich Anwendungsbeispiele hier dann anwenden und im konkreten Kontext uns anschauen. Also das ist, der Kurs ist natürlich, auch weil das alles aus meinem Kopf kommt, alles miteinander verschränkt. Die Studienordnung hat so nicht den ganz globalen Blick, aber das werden wir dann schon in due course noch ändern. Was man sagen muss zu dem ganzen datenanalytischen Kram, den wir so machen, das geht in Richtung psychotherapeutische klinische Forschung. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Daten zu analysieren und mit Daten was zu machen und Daten zu modellieren. Ich hatte Ihnen am Anfang des letzten Semesters in Forschungsmethoden auch so Beispiele aus unserer eigenen Forschung gezeigt. Solche Art von Analysen, solche Art von Studien sind hier nicht das Thema, sind auch nicht das Thema im allgemeinen linearen Modell, sondern es geht, das hatte ich gestern auch schon kurz gesagt, im Wesentlichen um Between-Group-Studies, randomisierte klinische Studien oder sagen wir, randomisierte, kontrollierte Studien, die oft dann in dieser Form im klinischen Kontext durchgeführt werden. Und genau, das ist so der thematische Fokus. Also Sie lernen hier nicht alles, aber Sie lernen, das kann man sowieso nicht in einem Kurs und in einem Studium und in einem Leben, aber Sie lernen etwas, was zumindest unter den, sagen wir mal, Ihrer Interessenslage hoffentlich und unter dem Aspekt des primären Bachelor schon von Interesse ist. Also natürlich sind randomisierte Between-Group-Studies generell von Interesse, wenn es um psychologische Interventionen geht. Und sowas, was wir jetzt in unserer eigenen Grundlagenforschungsarbeit machen, das ist dann halt Grundlagenforschung und das ist dann schon ein eher Spezialgebiet. Das vielleicht zur allgemeinen Einordnung, warum das und warum wir diese Sachen anschauen. Es sind halt einfach im Forschungskontext die Sachen, die am meisten benutzt werden. Das heißt nicht, dass es die tollsten Sachen sind, dass es die interessantesten Sachen sind oder dass es die sinnvollsten Sachen sind. Es ist aber das, was am meisten benutzt wird und auf was Sie treffen. Und deshalb müssen Sie das erstmal kennen. Und wenn Sie das dann nicht so toll finden, dann machen Sie was anderes. Der Fokus ist halt auf diesen Dingen. Und generell, wenn Sie Psychotherapie oder Psychotherapeutin werden wollen, dann und irgendwie an evidenzbasierte Medizin und Psychotherapie glauben, dann ist das ja durchaus was für Sie von Interesse ist, wenn Sie sich weiterbilden wollen und wissen, welche Therapie nun angewendet werden soll. Wir gehen auf die einzelnen Teile gleich weiter ein. Eine Sache vorweg, Sie haben Leistungsnachweise ja im letzten Teil erbracht. In diesem Teil gibt es in dieser Form kein Leistungsnachweis. Es ist formal eine Übung. Sie sollen also was üben und das werden Sie auch tun. Die Klausur, die am Ende geschrieben wird, bezieht sich auf das gesamte Modul. Das ist eine Modulklausur, bedeutet also auf alle Teile, die hier draufstehen,
Also in gewisser Form auch noch die Sachen von Belinda oder aus dem Wintersemester, wobei wir natürlich stark auch auf die R-Anwendung im Bereich der Methoden, die wir uns dann anschauen, fokussieren und sie da das R-Grundlagenwissen sowieso brauchen. So. Die Klausur, das war heute Morgen, Sie sind ja dann, das wissen Sie auch, Sie sind immer die zweite Gruppe, die Klausur, deshalb sind einige Fragen dann wahrscheinlich dann immer schon gestellt worden, am Freitag. Die Klausur findet in Präsenz statt, weil online nach meinem Verständnis, wobei ich da noch keine offizielle Bekanntmachung gesehen habe, online wieder verboten ist, weil Corona vorbei ist. Dafür wird jetzt Cannabis legalisiert. Also online ist wieder, also ich denke, es wird nicht funktionieren, dass das als Online-Klausur geht, wobei es sich zum Teil auch anbieten würde. Und das führt dann ja, das ist ja irgendwie stark korreliert, dass es, ja, dass sie, also wenn es in Präsenz ist und alle Leute wollen in Ruhe arbeiten, also ich weiß nicht, wie Sie das jetzt gestaltet haben. Also es sieht nach Closed Book Klausur so wie in Statistik aus. Sie müssen auch was lernen. Also das ist halt so der Trade-off. Mir ist das egal, von mir aus können wir die ganze Klausuren lassen. Für mich macht das nur Arbeit. Aber andererseits weiß ich auch, dass Sie natürlich mehr lernen, wenn Sie das lernen. Ja, halten wir das erstmal so fest. Man kann natürlich auch eine Open Book Klausur in einem Hörsaal machen, wenn das denn irgendwie geht. So. Also, ja, wir wollen nichts auswendig lernen. Auswendig lernen ist doof, wir wollen nicht so viel arbeiten. Das ist alles so anstrengend. Ja, ich weiß. Ja. Das schauen wir mal und ich schaue, was die externen Constraints sind. So. Es war halt bei diesen schriftlichen Ausarbeitungen leichter. Und das ist halt die Sache, so, wenn ich Studierendenrecht mache, dann bekomme ich negative Rückmeldungen von Seiten der Uni und andersrum, aber man soll auch nicht jammern. Kriegt halt immer. Von irgendwo gibt es immer. Also, die Sache ist, Sie würden es halt besser lernen, wenn Sie es auswendig lernen. Andererseits, wenn Sie eine Stunde Zeit haben und gar nichts vorgelernt haben, dann ist es halt auch schwierig. Und in diesem Fall, ja. Ich finde, ja, Sie sehen, es ist in mir eine Diskussion. Ich gehe da zu diesem Zeitpunkt nicht weiter darauf ein. Es wird auf jeden Fall eine Präsenzklausur, so viel kann man zu diesem Zeitpunkt sagen. Ich glaube, mir ist tatsächlich auch nach Studienordnung und so weiter nicht spezifiziert, was denn eine Klausur bedeutet. Aber natürlich thematisch betrifft das den Gesamtkurs. Es werden Fragen zum Gesamtkurs kommen. Bis auf einen Teil, da gehe ich gleich noch drauf ein. Dann zu den Terminen und den Gruppen. Es gibt und zur Anwesenheitspflicht. Es gibt zwei Termine, Gruppe 1 von 7 bis 9 heute Morgen, eine Gruppe 2 jetzt. Es haben sich etwas mehr Leute für diese Gruppe angemeldet. Von meiner Seite ist das auch nicht das große Problem in diesem Fall, bis wir bei den Sachen sind, bei denen Sie dann aktiv werden und auch im Plenum Ihre Ergebnisse, Ihre Übungen diskutieren. Da müsste man dann gucken, nur damit wir es würde halt einfach länger dauern. Die Sache ist halt, wenn sie zu viele sind und wir die gleichen und alle das Gleiche machen sollen, damit keiner sich ungerecht behandelt fühlt und in einer Gruppe mehr Leute sind, dann dauert es halt länger. So. Und das ist dann, und
der Unterschied, bei den einen geht schneller, für mich macht es keinen Unterschied, nur sie haben vielleicht andere Termine und dann müsste man da entsprechend anpassen. Das sehen wir dann aber noch. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob Sie da überhaupt eine Rückmeldung kriegen. Ich habe jetzt nicht, also man kann im LSF ja zulassen zu Gruppen und so eine Gruppeneinteilung vornehmen. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen oder nicht. Das weiß ich nicht. Da habe ich jetzt erstmal so die Kurse mit 10 Leuten belegt, die sich jeweils angemeldet hatten. Da ist der Hintergrund, dass Kurse mit weniger als 5 Teilnehmern nicht mehr als Lehre gelten. Deshalb ich auf jeden Fall sicherstellen und die Teilnahme ergibt sich aus der Anmeldung. Und jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob sie sich auch aus der Zulassung ergibt. Deshalb habe ich vorsichtshalber mal 10 Leute überall zugelassen, die sich auch da angemeldet haben. Nur damit es nicht heißt, Herr Ostwald hat nichts gemacht. Ja, wir können da gleich noch dann weiter drüber reden. Mir ist es so ein bisschen egal. Die Anwesenheitspflicht, das habe ich heute Morgen leider falsch angekündigt und muss da dann auch nochmal ins Moodle schreiben, muss dann hier aber gleich richtig sagen. Nach Studienordnung im Modul C herrscht aufgrund der Vermittlung praktischer Fertigkeiten Anwesenheitspflicht. Das steht halt in der Studienordnung. Ich habe heute Morgen lang und breit meine Meinung dazu kundgetan, aber natürlich muss ich auch irgendwie die Studienordnung respektieren, so dass wir ja, die Anwesenheit dann wohl schon dokumentieren sollten. Haben Sie schon mal in irgendeinem anderen Kurs Ihre Anwesenheit dokumentiert? Wenn ja, wie? Wie haben Sie das gemacht? Okay, und die haben sie unterschrieben. Dann machen wir das hier genauso. Genau. Ja. Dann wird es natürlich hilfreich, wenn die Liste genau die Studierenden nur auftauchen. Wobei das ist wirklich, mir ist es wirklich egal, in welchem Scheiß Termin sie angekommen. Sie können auch zu dem anderen Termin hingehen. Ich mache mal so Listen und dann geben wir diese Listen rum. Fehltermine, ja. Ich kenne das so mit 80%. 2 Fehltermine, gibt es da andere Regelungen, die Ihnen bekannt sind? Weil das sind alles so informelle Regeln, die nie irgendwo wirklich schriftlich fixiert werden. Da gibt es eine Anmeldung. Ja, ach, die Sache ist halt immer so, man kann immer sagen, so, wir ziehen das jetzt durch und jetzt müssen die Studierenden wirklich mal kommen. Und jetzt machen wir hier, wir müssen 2 Termine und dann ist Durchfall. So, und dann haben sie das. Dann haben sie einen Student, der dann, oder eine Studentin, die dann aber doch nicht konnte. Was passiert denn dann? Naja, da geht es an den Prüfungsausschuss, also mich, dann geht es so und dann wird es so, ja, vielleicht könnte man ja eine Lösung finden und wir im Studierendeninteresse. Und dann gibt es halt immer Ausnahmeregelungen. Deshalb finde ich dieses ganze, das ist halt, es gibt dann doch immer wieder die Ausnahmen. Und dann, ja. Also, wir einigen uns darauf, es gibt 2 Fehltermine und kommen Sie, es hilft Ihnen und würde ich denken oder auch nicht, weiß ich nicht. Aber es ist Anwesenheitspflicht, das haben die Leute, die die Studienordnung entworfen haben, da so reingeschrieben und deshalb ist das das Gesetz. Und wenn wir das nicht so wirklich dokumentieren oder da rumfaken, dann können natürlich andere Leute, die aber immerhin mussten, sich beschweren und dagegen klagen und so weiter und so fort. Deshalb kommen Sie tatsächlich mit den Terminen, könnte man das flexibel gestalten, aber das muss ich dann nochmal festzurren. Genau, die Materialien kommen über die Kurswebseite, Moodle-Seite für Ankündigungen, haben Sie auch schon gesehen. Klausurwiederholungstermin Ende des Wintersemesters und Klausurtermin dann gemäß des Prüfungsamtes. Das ist erstmal die Outline zum Kurs.
besteht im Wesentlichen aus drei Teilen. Einmal eine Einführung in Studiendesign. Das sind so qualitative Bemerkungen, ein Überblick zum Design von Studien im Bereich randomisierte, kontrollierte Studien. Das hatte ich gestern bei der Inferenzstatistik auch schon kurz gesagt. Das ist letztlich auch so ein bisschen der intuitive Hintergrund zu den Methodiken, die wir im Bereich des allgemeinen linearen Modells uns anschauen. Es gab diese Einführung zum Studiendesign auch schon mal im Kurs Allgemeines lineares Modell. Das betrifft dann insbesondere faktorielle Designs, wo man sich über die Idee und die Nomenklatur sinnvollerweise schon mal im Klaren ist, bevor man sich das dann auf der Modellebene und der Implementationsebene anschaut. Das machen wir, das führt, das ist, könnten Sie auch genauso sehen, da wurde es auch schon unterrichtet, als zum Kurs Forschungsmethoden in der Psychologie zugehörig. Irgendwo muss das halt mal passieren. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist Studiendokumentation. Da geht es darum, so einen gewissen Überblick über Standards der Dokumentation zu gewinnen. Also einerseits so ein bisschen so die typischen Formen. Die typischste Form ist dann vielleicht zumindest zu dem, was Sie in den anderen Kursen sehen, würde ich denken, eine empirisch-quantitative Studie mit Einleitung, also Introduction, Methods, Results, Discussion. Es gibt viele andere Dinge, die man machen kann, aber das ist so eine Sache. Da wollen wir so ein bisschen einen Überblick geben. Dann über transparente Wissenschaft, ich wollte das eigentlich noch umbenennen, aber natürlich sind das Aspekte von Open Science, also wissenschaftlich ordentlich arbeiten einfach und was das im Jahre 2023 bedeutet. Und dann die Praxis dazu, nämlich das zu tun mit Quarto. Also es gibt am Anfang, also die ersten bis 19.05., da gebe ich Ihnen einen Überblick, damit Sie dann gut den Übungsteil, in dem Sie aktiv werden, gestalten können. Und dann werden Sie selbst tätig. Sie können, sollten und dürfen natürlich die ganze Zeit tätig sein und Sie können auch gern, wenn jemand möchte, schon früher tätig werden. Wenn jemand sich mit Quarto auskennt, sind Sie herzlich willkommen dazu, etwas zu sagen. Oder wenn Sie hier irgendwo anders Spezialistin sind, möchte ich Sie nicht abhalten. Der Übungsteil läuft dann auch, oder der, also es ist alles Übung, das ganze Leben ist Übung, der Teil, in dem Sie tatsächlich in diesen Sessions hier üben, beginnt dann ab Juni. Und zwar wird es dabei um die Bearbeitung von Übungsaufgaben gehen, zu denen ich gleich noch etwas sage und auch wie das strukturiert ist. Vielleicht noch kurz zu dem ersten Teil. Ja, das habe ich aber auch im Wesentlichen schon gesagt. Sie brauchen halt so eine gewisse Nomenklatur, die Sie kennen müssen und die soll Ihnen da erläutert werden. Dies ist auch insbesondere für den Umgang mit den Übungsaufgaben entscheidend. Und im Bereich Studiendokumentation geht es dann vor allem auch um die Motivation und auch natürlich die Praxis, diese Kurzeinführung zur modernen Studiendokumentation, insbesondere mit in diesem Fall Quarto. Quarto ist noch recht neu, aber ist schon reif dafür benutzt zu werden, wie ich finde. Das ist so ein bisschen so eine Weiterführung. Letztlich, es kam mal auf, glaube ich, mit Jupyter Notebooks. Das sind letztlich, da gibt es so einen anderen Namen, den ich jetzt gerade vergessen habe. Das sind so Dokumente, die sowohl Fließtext als auch Computercode, als auch Analysen, als auch Abbildungen basierend auf diesen Analysen integrieren.
Namen, das gibt einen englischen Begriff dafür, der mir gar nicht einfällt. Und das ist halt gut und modern und hilfreich, um das, was Sie machen wollen, nämlich wissenschaftlich arbeiten, zu tun. Soteo ist ein Referenzmanager, den lernen Sie auch kennen, und wir werden das Ganze in VS Code machen. Das ist eine andere IDE, das ist sowas wie RStudio, aber für alles, nicht nur für R. Und man kann das auch in RStudio machen, aber dann sehen Sie noch eine Integrated Development Environment, die genauso funktioniert wie RStudio, aber noch ein bisschen breiter aufgestellt ist. Sie können da auch Shell-Skripte schreiben, wenn Sie sich mit Linux auseinandersetzen wollen, oder tatsächlich irgendeine Programmiersprache und nicht nur R oder Python wie in RStudio von Posit, wie es ja jetzt heißt. Genau. Der Praxisteil dreht sich um die Bearbeitung und Dokumentation von Übungsaufgaben. Also die Idee ist, Sie bekommen Aufgaben, und ich zeige Ihnen das gleich an einem Beispiel. Und Sie machen dazu einerseits eine Datenanalyse, natürlich angeleitet mit Hilfe des Übungsblattes, aber jetzt auch nicht angeleitet im Sinne von Sie klicken dort, Sie klicken dort, Sie klicken dort, und sondern natürlich auf Ihre aktive Auseinandersetzung mit den Dingen fokussiert. Also einerseits Datenanalyse und andererseits dann auch die Dokumentation dieser Analysen, damit Sie auch, was Sie einmal sehr gern wollen und ja auch zu Recht, nur manchmal bin ich mir nicht sicher, ob Sie genau wissen, was Sie da wünschen, jetzt nicht Sie, aber so aus den Rückmeldungen der letzten Jahre, damit Sie auch sehen, wie die Analysen in einen konkreten wissenschaftlichen Kontext eingebettet sind. Weil natürlich die Analysemethoden, wie wir sie in den anderen beiden Kursen diskutieren, sind halt abstrakt. Wir haben zwar immer so ein durchlaufendes Beispiel, aber das ist dann halt nur eins. Jetzt, wenn wir hier mehr Beispiele haben, nur sobald man Beispiele macht und die Beispiele auch nicht so sind der Art, der Bauer hat drei Hühner und fünf Kühe. Wie viele Tiere hat der Bauer? Sondern die so ein bisschen tatsächlich an der echten Welt orientiert sind, kommt dann natürlich so ein gewisser wissenschaftlicher Overhead, den man dann auch erstmal verstehen muss. Das ist so ähnlich, meinetwegen, wie Sie bei Herrn Nössel Geschichte der Psychologie ohne Inhalte der Psychologie lernen sollen. Das funktioniert halt nicht. So, und so können Sie halt auch nicht Anwendungskontext von Analysemethoden. Sie können Analysemethoden ohne Anwendungskontext lernen. Dann fragen Sie sich zwar, warum, aber man kann es lernen. Reine Mathematik funktioniert immer ohne Anwendungskontext. Aber natürlich hilft es für die intellektuelle Motivation, Anwendungskontexte zu sehen, die man sich dann aber natürlich auch irgendwie erarbeiten muss. Und das ist halt hier das Ziel in diesem Dokumentationsteil. Das inhaltliche Leitthema ist dabei die Effektivität von Psychotherapie bei Depressionen. Da werden alle Übungsaufgaben stattfinden. Und die Themen entsprechen den Anwendungsfällen des allgemeinen linearen Modells. Deshalb hier diese Themenkorrelation, einfache lineare Regression. Können wir noch andersrum schreiben, weil es tatsächlich auch andersrum ist. Wir haben ja schon einfache lineare Regression gestern gesehen. Korrelation kommt nächste Woche. Einstich-Prompt-T-Test haben Sie schon gesehen. Zweistich-Prompt-T-Test kommt dann in due course. Und genauso diese Themen, Varianzanalysen, multiple Regression und Kovarianzanalysen. Das ist also eng verschränkt. Also das habe ich auch gestern gesagt. Da gibt es zwar R-Code auch in den Inferenzstatistikfolien, der ist da nicht klausurrelevant. Hier ist die Durchführung dieser Analysen durchaus klausurrelevant. Ja, Sie sollen das halt kennenlernen, wissen, wie man es umsetzt. Und es sind aber auch, um das auch klar zu sagen, es sind halt auch die Themen, die auch in dem anderen Kurs drankommen, sodass es da durchaus Synergien gibt.
Also, dass sie halt eine andere Perspektive, nämlich die Anwendungsperspektive dieser Dinge dann hier sehen. Genau, die Datenanalyse machen wir mit R, das haben Sie R gelernt, und die Berichte und die Präsentation mit Quarto, wobei das im Wesentlichen R, Sie können das auch als R Markdown, Sie können das auch R Markdown nennen oder Sie können es Markdown nennen, je nachdem. Insbesondere können Sie sich das auch heute schon anschauen und anfangen zu üben. Dann haben Sie schon dafür geübt. Was dann das Ziel ist, ist, dass wir pro Aufgabe, also pro 8 Themen, etwa 4 Studierende die Verantwortung für einen Bericht und eine Präsentation übernehmen. Der Bericht soll aus dann den klassischen Teilen Einführung, Methoden, Resultate, Schlussfolgerung, ich habe mal nicht Discussion geschrieben, bestehen, also aus 4 Teilen, maximal 2 Seiten, Fließtext plus Abbildung und Code. Da geht es darum, halt die intuitive Einbettung der Datenanalyse zu beschreiben und das auch zu lernen, das zu beschreiben und das auch zu üben, auf 2 Seiten zu tun. Wenn Sie das durch 4 teilen, bedeutet es, Sie sollen eine halbe Seite schreiben. Wenn Sie noch dazu in Rechnung tragen, dass ich nur einen Satz Übungsaufgaben für 2 Gruppen mache, bedeutet es, Sie müssen eine Viertelseite schreiben in einem Semester. Wenn Sie das zu 8 machen, müssen Sie sich halt organisieren. Und es wird auch nicht leichter, zu 8 etwas tun. Andererseits geht es ja viel auch immer um Gruppenarbeit. Dann können Sie auch gut, also es ist auch nicht schlimm, wenn man zu 8 an einem Dokument arbeitet. Dafür gibt es ja Dinge wie Google Docs und so weiter, solange sich alle einbringen und es nicht so, also das ist sowieso, also Gruppenarbeit war in der Schule immer, ich mache es und die anderen Leute machen irgendwie, und Gruppenarbeit heutzutage ist, also deshalb Gruppenarbeit ist dann die Frage, inwieweit man sich einbringen will, inwieweit einem das egal ist und so weiter und so fort. Ich kann mich auch bei Gruppenarbeit nicht einbringen, wenn klar ist, dass ich nur Collaborator bin. Dann ihr entscheidet, ihr macht das, dann muss ich mich auch nicht einbringen. Genau, das ist also was schriftlich zu tun ist. Und was dann präsentativ zu tun ist, ist das Gleiche. Also das ist dann sozusagen, so wie es dann halt in wissenschaftlicher Arbeit auch immer ist, eigentlich steht im Vordergrund das Geschriebene, aber es gibt dann natürlich dazu Einführungen und Überblicke, es gibt halt Vorträge und da ist dann die Idee, das dann hier dann auch zu präsentieren, insbesondere den Content, aber dann natürlich auch den Kontext, also worum geht das Anwendungsbeispiel und dann aber natürlich auch, welche Methode haben Sie angewendet. Dann können Sie vielleicht auch nochmal die Studierenden oder Ihre Kommilitoninnen natürlich daran erinnern, was denn nochmal einfache lineare Regression war. Das können Sie dann nochmal sagen und wie Sie das gemacht haben. Dann können Sie zeigen, wie Ihr Code das tut. Und dann können Sie uns die Resultate zeigen, also diesen Aspekt dann auch zu üben. Das Ganze in 40 Minuten zu 4 bzw. zu 8 macht 10 Minuten pro Studentin bzw. 5 Minuten pro Studentin. Hier macht es tatsächlich 10 Minuten Präsentation, aber die Erarbeitung von Slides für 5 Minuten. Es ist alles so viel. Du sollst ja auch nicht überarbeiten. Es gab, gab es gestern, ich weiß nicht, ob Sie das gucken, oder es lief heute Morgen auch noch, Panorama zur Generation Z. Und ja. Sie haben halt das Glück, und das haben Sie auch zu Recht, Sie haben das Glück, im Moment ist natürlich ein Arbeitnehmermarkt, es herrscht ein Arbeitnehmermarkt.
weil die ganzen Boomer in Rente gehen. Und deshalb sind sie gefragt und können natürlich dadurch so ein bisschen die Bedingungen diktieren. Formal nicht an der Uni, aber im Berufsleben dann schon. Was gut ist und was auch okay ist, und es gibt natürlich auch sehr viel wirklich nicht gute Arbeitsbedingungen. Es wird wahrscheinlich nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer so bleibt, also ich kann mir nicht vorstellen, es wird sicherlich nicht immer so bleiben, dass es mehr Stellen als Jobsuchende gibt, weil dann insgesamt, wenn demografisch, kommt dann alles drauf an, aber es wird irgendwann dann auch einfach weniger Jobs geben und dann ist es wieder das Gleiche. Egal, ist aber ganz interessant, so diese Diskussion zwischen Generation Z und den Boomern zu erleben. Ich bin ja irgendwo dazwischen. Die Millennials, die weiß man nicht. Dennis. Genau. Ja, das genau. Das ist der Punkt. Nochmal zu das, was hier nochmal dann auftaucht, ist natürlich die Frage der Klausurrelevanz. Die praktische Umsetzung der Analysemethoden ist durchaus klausurrelevant. Es wird natürlich zu den ganzen Übungen auch Musterlösungen geben. Also wenn ich jetzt die Übungsaufgaben erstelle, dann löse ich die natürlich auch gleich mit, sodass es dann, auch wenn dann von Ihnen jemand die Verantwortung hat, das hier der Gruppe zu präsentieren und mitzugeben und zu erarbeiten für die Gruppe, ist es nicht so, dass, falls das dann nicht klappt und so weiter, dass dann alles ganz schlimm ist und das große Chaos bricht aus und es gibt nichts, sondern die klausurrelevanten Aspekte, also die Datenanalysen, die habe ich natürlich dann alle schon programmiert und auch, falls es Probleme gibt, haben wir dann natürlich dann die Lösung parat. Das ist also klausurrelevant. Wie gesagt, es geht da viel um den R-Code, den Sie auch in dem allgemeinen linearen Modellkurs sowieso sehen. Was nicht relevant ist, sind die Inhalte des Kontextes, in das das eingebettet wird. Also die Sachen, die Sie im Bereich Dokumentation dann erarbeiten, das ist nicht klausurrelevant. Das sind dann so Dinge im Bereich klinische Psychotherapieforschung, die dann nicht klausurrelevant sind. Genau, um das dann und wieder strukturiert sein soll, die Übungsaufgaben sind noch nicht online, sollten aber, also ich hoffe, sobald ich das A und O-Problem gelöst habe, Arbeits- und Organisationspsychologie, fragen Sie mal bei der Fachschaft, sollten im Laufe des Aprils eigentlich noch online sein. Die Hälfte davon ist eigentlich auch schon da. Muss nur noch ein bisschen, das soll ja auch einigermaßen alles ausbalanciert sein und jetzt nicht eine Aufgabe super fordernd und die anderen irgendwie gar nicht und so weiter. Der Plan ist dann, das wie folgt zu machen. Wir werden 3 Wochen für Praxisseminar nehmen, was wir dann so ein bisschen freigestalten. Im Idealfall haben Sie dann schon an den Dingen gearbeitet und haben Fragen. Und wir bearbeiten die Fragen oder Sie haben schon alles gelöst und ich erzähle Ihnen irgendwie was Zusätzliches oder Sie arbeiten hier, Sie treffen sich hier mit Ihren Kommilitonen und bearbeiten die Dinge. Dafür haben wir, das ist sozusagen irgendwie so ein bisschen, also ich denke, es wird Fragen geben und auch mehr und dann halt auch spezifisch nur für einzelne Gruppen und so weiter. Deshalb haben wir da Zeit, an den Übungsaufgaben zu arbeiten in diesem Rahmen. Und dann ist das Ziel, dass Sie Ihre Ergebnisse und Ihre Übungserfolge mit der Gruppe teilen und der Gruppe darstellen in diesen letzten 4 Wochen. Und da ist dann das einzige Problem, wenn in diesem Kurs mehr, wenn in diesem Termin mehr Leute sind als in dem anderen Termin und wir das so aufteilen, dass wir dann hier erstens Probleme bei der Themenvergabe bekommen, weil wir dann, also das ist jetzt angepasst für 32 und 32 Studierende. Und wenn wir hier 40 haben, sind es halt irgendwie, oder so noch mehr, sind es halt zu viele. So, sodass für
diese Zeit natürlich es dann nötig wäre, dass einige Studierende bei sich in die Morning Session da eintragen. Einfach auch aufgrund der Themen, aber sonst, wenn sie alle jetzt hier, dann sind sie zu 5 oder 6 noch größer, okay. Dann müssen die aber mehr machen. Und dann sind die unhappy. Und es muss ja alles gleich sein. Also es müssen sich irgendwie noch so für diese Termine hier müssen wir noch eine Lösung finden, dass wir das auf die beiden Gruppen gleich verteilt haben. Für das andere ist das so ein bisschen egal. Natürlich ist es für diese Sache, wenn hier viele sind, haben wir hier auch mehr Fragen, weniger Zeit. Ne? Also, ist auch klar. So, und ja. Also im Zweifel heißt das irgendwie, dass 10 Leute oder 10, es kommt darauf an, wie stark dieser Kurs im Moment überbucht ist. Das kann ich dann nochmal, oder wie viele hier immer hingehen. Einmal, weil sie präsentieren ja nur einmal, anhören können sie es ja zur anderen Zeit. Einmal am Freitag spätestens um 8 an der Uni sein müssen. Ich weiß, das Leben ist extrem hart, aber ich glaube, das heißt es tatsächlich. Ja? Genau. Genau. Ja, ja. Ich sehe es auch als eher nicht so problematisch, aber man weiß immer nicht, wie die Dinge laufen. Ich hatte heute Morgen mit den Leuten gesprochen hinsichtlich der Gruppen- und Präsentationsterminaufteilung. Das bezieht sich halt, wie gesagt, auf die Dinge ab Mitte Juni. Im Master, da wo ich vorher so Übungen geleitet habe, da konnte ich einfach so ein Google-Dokument, einen Link dazu geben und gesagt, Leute, tragt euch ein, teilt euch auf. Und das lief. So, und ihre Kommilitonen heute Morgen waren eigentlich ganz optimistisch, dass das hier auch funktionieren könnte, ohne dass es zu extremen Verwerfungen kommt. Ich habe dann noch weiter diskutiert, man könnte das jetzt natürlich jetzt aufteilen, jetzt gibt es die Übungsaufgaben noch nicht und jetzt könnte man natürlich ihrer Seite das Argument bringen, ich weiß ja noch gar nicht, was ich machen soll und es gibt jetzt 2 Aspekte. Das eine ist, dass sie sich inhaltlich ganz doll für 2-Faktor-Varianz-Analyse, aber gar nicht für Einstich-Probabilitätstest interessieren. Das andere ist, dass sie am 14.07. schon im Urlaub sind und am 23.06. gerade noch Zeit hätten. Das sind jetzt also 2 Aspekte, die es irgendwie unter einen Hut zu bringen gibt. Ich habe jetzt das noch nicht geöffnet und gesagt, das machen, also da war es okay zu sagen, das machen wir, wenn sie die Übungsaufgaben haben. Ist für Leute schon explizit wichtig, dass sie ihre Freitagsplanung Mitte, Ende Juni jetzt diese Woche schon. Okay, es gibt erstmal keine Beschwerden. Also dann lassen wir uns da noch einen Ticken Zeit. Mir ist das jetzt so ein bisschen egal, aber also ich weiß nur, und es wird sowieso nicht funktionieren. Es wird Beschwerden geben. Lassen wir es erst noch mal so. Sie wissen, wann die Sachen sind und Anwesenheitspflicht ist sowieso. Nur es gibt diesen einen Termin für ein paar Leute von Ihnen, der irgendwie anders ist. Ja. Genau, das zu den Übungsaufgaben, um die jetzt nochmal zu zeigen, am Beispiel, hier ein Beispiel, wie Sie sich das vorstellen können. Das können wir auch noch aufmachen. Alle Übungsaufgaben sind an echten psychotherapeutisch-klinischen Studien aus der Literatur orientiert, damit das nicht so eine
ausgedachten Beispiele sind, wo man sich fragt, das kommt doch eh nicht vor, wozu lerne ich das? Andererseits kann man natürlich auch im Rahmen einer Übung im zweiten Semester jetzt nicht eine gesamte Studie nachbauen und replizieren, sodass wir uns in jeder Übung auf einen Teilaspekt von so Studien konzentrieren. Die Studien, wie gesagt, alle aus dem Kontext Effektivität, Psychotherapie bei Depressionen, teilweise neuer, teilweise älter, nicht vor allem daran, was so thematisch Sinn machte. Die Übung zu einfacher linearer Regression ist an diese Studie angelehnt oder versucht, einen Teil dieser Studie zu reproduzieren. Und zwar konkret wurden hier Patientinnen mit oder die sagen, glaube ich, Klientinnen mit, also wurden psychotherapeutisch behandelt und es wurden verschiedene Symptommarker erhoben, unter anderem BDI, was Sie ja nun auch schon kennen. Also ähnliche Dinge sind sowas wie SCL90 und PSI. Und das wurde einmal zu Beginn der Therapie, einmal zur Mitte der Therapie und einmal zum Ende der Therapie gemacht. Und um jetzt zu messen, inwieweit sich die Therapie als erfolgreich oder wie sich überhaupt diese Symptome entwickelt haben, schreiben die Autorinnen: For each client, we fitted regression lines for each of the three assessments across assessment 1, 2, 3 and used the slopes of these decay curves as indices of change in therapy. Also da wird einfache lineare Regression benutzt, um den Behandlungserfolg zu messen. Und genau dieser Aspekt dieser Studie ist dann Thema der ersten Übung zur einfachen linearen Regression. Und so sind aber dann alle Übungsaufgaben gestaltet. Sie beziehen sich alle auf eine Studie, aber dann immer auch nur auf einen Unteraspekt der Studie. Es macht also erstmal Sinn, dass Sie sich mit der Studie familiarisieren, aber auch nicht jedes letzte Detail verstehen müssen oder können. Dazu fehlen Ihnen dann in vielen Bereichen auch noch Dinge. Aber zumindest den Teil, um den es geht, den sollten Sie durchdringen. Dann gibt es jeweils einen Datensatz, natürlich simuliert, aber mit natürlich der Nomenklatur und dem Hintergrund und der angestrebten Analyse und den Resultaten, wie zumindest in the ballpark, wie in der Studie. Und dann gibt es einerseits Programmieraufgaben und die bestehen immer aus zweien. Einerseits der Durchführung halt der Analyse, die dann gerade Thema ist, Korrelation, Einstichproben-T-Test, Zweistichproben-T-Test und so weiter. Bei den Dingen, die vielleicht Ihnen trivial erscheinen, gibt es dann vielleicht noch einen kleinen Twist, damit es so ein bisschen gebalanced wird hinsichtlich. Natürlich ist ein Einstichproben-T-Test intellektuell etwas schneller zu durchdringen als eine 2x2 ANOVA mit Interaktion. Trotzdem brauchen Sie beides, aber man kann ja den Einstichproben-T-Test, da kann man ja auch noch was machen, was vielleicht mehr deskriptiv so und so weiter ist. Also es ist schon mit dem bemüht um Balancierung des Anforderungsniveaus und damit es auch zeitlich einigermaßen alles passt. Also gibt es so Programmieraufgaben und das ist immer so ein Durchführung von Analyse, da sind dann die Resultate, auf die Sie kommen sollen. Und die zweite ist immer eine Darstellung, damit Sie auch so ein bisschen üben, natürlich die Dinge bildlich darzustellen. Sehr hilfreich, gerade für diese, das hatte ich gestern auch schon gesagt, für Programmieraufgaben ChatGPT, weil das Ganze, also ChatGPT macht das wirklich gut. Also man konnte bis jetzt sich auch immer alles ergoogeln, so ist es nicht. Aber dann ist man meistens dann bei Stack Exchange gelandet und hat sich da durchgescrollt und so weiter. Und ChatGPT hat da schon eine nette Interface für, gibt einem dann auch den Beispielcode, immer so ein
Fenster zum Kopieren und so. Also als Programmiertutor auf jeden Fall zu empfehlen, bis zu einem gewissen Level. Also natürlich die Sachen, die jetzt die wirklich neu sind in der Forschung, die können Sie damit nicht machen, weil das ist halt nicht, was Sie nicht im Internet finden, finden Sie auch nicht bei ChatGPT, aber was Sie im Internet finden, finden Sie in nett aufbereiteter Form, zumindest was Programmierung angeht, finde ich, bei ChatGPT. Ist auf jeden Fall hilfreich für grundlegende Dinge. Zur Dokumentation, die Rahmenbedingungen habe ich ja schon gesagt, aber ich leite das dann auch noch so ein bisschen weiter an mit, worauf Sie es beschränken sollen, weil das ist im Wesentlichen immer die Frage, wenn man etwas dokumentieren soll. Soll ich das auch mit reinnehmen oder das? Und das kann man schon anleiten, aber es werden sich da auch noch Fragen ergeben. Und dafür haben wir ja dann noch die 3 Wochen Zeit, um da konkret an Fragen zu arbeiten. Also so sehen die Übungen aus. Und das ist es eigentlich. Gibt es Fragen? Also eine reine Verständnisfrage, diese Übungsaufgabe, die Sie gerade gezeigt haben, ist das, man macht die und das ist auch das, was man dann präsentiert mit der Gruppe? Genau. Ja, ja. Genau, also was Sie dann präsentieren, ist ganz konkret, was hier Einleitung, Methoden, Resultate und Schlussfolgerungen stehen hier noch nicht, weil ich gucken will, dass ich bei Resultaten und Methoden so ein bisschen immer das Gleiche schreibe, dass ihr dann, dass alle Gruppen ungefähr das Gleiche an Methoden und Resultaten präsentieren. Aber genau, das ist das, was Sie präsentieren und was Sie dann auch auf 2 Seiten plus X verschriftlichen, wo dann aber auch natürlich der Computercode dazugehört. Sie haben ja jetzt bei mir auch schon ein paar Analysen haben wir auch gesehen. Man kann so eine Analyse gut, natürlich klein gedruckt, aber gut auf eine Folie tun. Muss man nicht, man kann sie auch auf mehr Folien tun, aber es ist halt, dass so eine Analyse, das sind jetzt nicht 1000 Zeilen Code oder so, sondern das sind so 20 Zeilen Code, über die dann gesprochen werden soll auch, aber auch nicht nur, weil es ja auch um den Anwendungskontext geht. Also es soll dann halt nicht einfach sein, Sie laden Daten ein und dann machen Sie das, also halt nicht so, wie ich das in allgemeines lineares Modell mache, wobei wir da auch immer einen Anwendungskontext haben, aber der soll hier natürlich noch mehr im Vordergrund stehen. Aber bei aller Anwendung geht es hier natürlich um die Methodik. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass auch dieses Teilmodul C1 klausurrelevant ist. Inwiefern wird da jetzt explizit nochmal was abgefragt oder ist es eher so als allgemeine Grundlage? Genau, also Sie haben ja schon, also es ist genau als allgemeine Grundlage, würde ich sagen. Also ich denke, es macht jetzt keinen Sinn, dass ich Fragen aus den Leistungsnachweisen da recycle und anpasse. Ich meine, warum sollen wir dann 2-mal abprüfen? Aber es wird um R gehen, das ist so das Entscheidende. Also es wird um R-Code gehen, es wird darum gehen. Sie haben ja da, ging es ja auch um, da ging es zwar einerseits, ich habe die Klausur, die ich dafür mal gemacht habe und die dann Belinda weitergeführt hat, nicht mehr so ganz im Kopf, da ging es ja um Programmierkonzepte, aber da gab es ja auch, also gehe ich von aus, habe ich die eigentlich gesehen, als ich die Klausur gemacht habe, da gab es auch so R-Code-Snippets, wo die Frage war, was kommt da raus oder welcher dieser R-Codes macht das und das. Und in dieser Form wird es dann weitergehen. Das bedeutet, Sie sollten halt R-Code lesen können und Sie sollten sich halt noch der grundlegenden Begrifflichkeiten im Klaren sein und im Zweifel. Also ich werde nicht explizit darauf abheben, jetzt irgendwelche Spezialthemen aus C1 jetzt wieder abzufragen. Aber im Zweifel, falls ich es aus Versehen doch tun sollte, werde ich sagen, das kam ja in C1 dran. Also ja, es gab in C1 ein paar Sachen, die mehr tatsächlich programmiertheoretische Natur sind. Also zum Beispiel diese Sachen mit den Adressen von Arrays in Working Memory und wie der Pointer sich ändert, wenn Sie diese Zuweisung machen und so weiter. Die Sachen nicht, aber wenn Sie
wenn Sie dieses R-Symbol irgendwie sehen. Oder, also dieses Dollarzeichen. So, dann sollten Sie schon noch wissen, was passiert bei diesem Dollarzeichen. Oder zumindest wissen, wo Sie es nachschauen können, wenn es dann ein Open Book-Exam ist. Sowas. Ja, wissen Sie nicht mehr. Kam nicht dran. Das kam gar nicht dran. Doch, oder? Das gut. Ja, aber das ist halt aus dem Übungsjahr jetzt auch wieder. Und deshalb, es ist halt auch, und das ist ja auch gut, die Sachen, die waren schon wichtig, die Sie im ersten Semester gelernt haben. Das Gute ist, sie werden jetzt halt auch wieder aufgegriffen. Also die R-Sachen werden jetzt wieder aufgegriffen, um diese Sachen hier zu machen. So ein generelles Programmierverständnis, auch bei R-Markdown, also bei Quarto, zur Dokumentation wird wieder aufgegriffen. Und genauso werden wir, und das haben Sie auch schon gemerkt, Konzepte wie Normalverteilung, Konfidenzintervalle und diese Dinge wieder aufgreifen. Also das ist nicht, dass das jetzt aus dem ersten Semester irgendwie alles weg ist, sondern das ist immer noch da und wird dann wohl auch bleiben. Gut. Sonst noch Fragen? Ja. Bei Ihnen in der Folie steht jetzt beim Klausurtermin September, ja. Also von der Fachschaft beim Prüfungstermin steht jetzt als, ich glaube, 27.7. Ist das schon der neue Prüfungstermin? Ja. Okay, ja, muss ja sein, wenn es der Sommer ist. Ja, nee, dann stimmt das. Also die, da, als ich die Folie gemacht habe, war der finale Prüfungsplan noch nicht da und ich bin immer unsicher, wenn eine ist immer ganz spät und ich dachte, die wird dann ganz spät. Aber wenn die dann ist sie am 27.7. Ist ja auch nicht schlecht. Die Themen sind ja sehr ähnlich zu Inferenzstatistik. Na, das müssen Sie halt, also das sollten Sie irgendwie auch sehen. Sie lernen einerseits in Inferenzstatistik diese ganzen Methoden und die Theorie dazu. Andererseits lernen Sie hier die Praxis, die aber natürlich das Gleiche ist wie die Theorie. So, also von daher, wenn Sie eine Klausur, ich würde sagen, wenn Sie eine Klausur davon schreiben, dann können Sie auch die andere schreiben. Wenn Sie eine nicht schreiben, dann wird es schwierig, also das ich glaube, es, ich weiß nicht, es funktioniert wahrscheinlich auch, aber es wird wahrscheinlich schwieriger, C1 zu schreiben, ohne B1 zu schreiben. Es geht auch. Sie können auch nicht wissen, was eine ANOVA ist, aber wissen, wie der R-Code aussieht, um eine ANOVA zu machen. Aber es geht nicht nur zu wissen, wie der R-Code oder wie der R-Befehl für ANOVA lautet, nämlich ANOVA, um B1 zu bestehen. So, schön wär's. Aber das hatte ich ja am Ende der anderen Vorlesung mal gezeigt, dass die Anwendung dieser Sachen halt im Prinzip eine Zeile ist. Im Prinzip. Okay, soweit noch weitere Fragen. Gut, dann machen wir. Jetzt haben wir 16 Minuten gemacht, genau. Dann machen wir jetzt mal eine Viertelstunde Pause und steigen dann ein in die Einführung in das Studiendesign.